vor uns ein Sunlight T66. Juhu! Guten Morgen miteinander. Wir sind hier in Den Helder angekommen. Gestern haben wir tipptoppi Nacht verbracht auf dem Stellplatz am Yachthafen. Es ist wirklich ein ganz toller Stellplatz mit super sanitären Anlagen. Also, aber da werdet ihr noch weiter hören in der Stellplatzbewertung über den Platz. Jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Harlingen. Über die grosse Brücke von der einen Insel auf die andere. Und wir werden auf dieser Insel noch einen kleinen Halt einlegen, weil dort gibt es auch noch Spannendes zu sehen. Erster Parkplatz, erster Halt, Sonnencreme-Zeit. Der Hut hier, der ist super, der hat zwei super Funktionen. Erstens, Sonnenschutzfaktor 50, TikTok für meine Uhr, für meinen Kopf. Und zweitens, zum Fotografieren, spielt wirklich keine Rolle. Wenn ich ein anderes Käppchen habe, dann muss ich es immer irgendwie umdrehen oder so. Und da kann ich einfach. Und dann ist das schon erledigt. Oder wenn es mich blendet von der Seite, so blendet es nicht mehr. Herrlich. Sind wir dann gerade hierheim, weil da vorne kommt Zürich. Das ist einfach falsch geschrieben, aber die haben halt keine Ahnung da. Aber es ist jetzt also noch schnell gegangen und wieder zurück. So, wir werden jetzt in Zürich ankommen. Jawohl, ich tue jetzt schnell den Pannenblinker rein, dass ich ein Foto machen kann. Wo ist die Sonne? Da. Besorgt. Ja. Gut. Ideal, am Ortseingang schnell anhalten. Das ist genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich habe nicht gewusst, ob es geht, aber ich mache es jetzt auch. Zum Glück ist ja da Zürich nicht so stark bevölkert. Da hinten steht die Sonne im Ausland. Zürcher Bank. Zürich. Die einzige Lösung, um in Holland wirklich effizient mit dem Velo unterwegs zu sein, sehen wir hier. Gute 41 Stundenkilometer. Nicht schlecht.
Was ich unbedingt einmal noch loswerden wollte, uns ist aufgefallen, dass auf den Autobahnen wie auch auf den Nebenstrassen extrem viele tote Tiere am Boden liegen. Vielfach sind das eigentlich Vögel, über diverse Vögel. Und was wir selber schon festgestellt haben und auch erlebt haben, ist, neben uns im Wohnmobil ist wirklich ein Fischreiher mitgeflogen. Und wir haben gedacht, hey, wenn der jetzt auf unsere Seite, dann ich weiss auch nicht, was dann passiert. Dann ist wahrscheinlich ein Loch im Wohnmobil. Und wir haben wirklich extrem viel, auch Igel hat es viel am Boden. Und was uns auch passiert ist, was gar nicht lustig war, ich hatte wirklich einen Schock gehabt. Plötzlich musste Sven einen Stopp reissen und dann läuft auf einer Hauptstrasse eine ganze Entenfamilie über die Strasse. Und ich habe schon gedacht, um Himmels Willen, was machen wir jetzt mit diesen Enten? Wir wollen ja keine Entenfamilie kaputt fahren. Sven hat es Gott sei Dank geschafft, konnte noch bremsen, aber kannst auch nicht Vollgas bremsen. Hinter uns hatte es einen Lastrock gehabt. Wenn der in uns donnert wäre, wäre es auch nicht lässig gewesen. Er konnte bremsen, die Entenfamilie. Wir konnten noch ein bisschen mit ausweichen, haben Gott sei Dank die Entenfamilie können retten. Ja, es ist eine Mutter mit etwa 8 Enten. Ich meine, ich will mir nicht vorstellen, wie das tönt hat. Und nein, furchtbar. Aber wie gesagt, es ist wirklich krass, wie viele Vögel das am Strassenrand tot liegen. Und ich glaube, das hat einfach zu tun, weil es fliegen auch brutal viele diverse Vögel extrem tief. Und wenn so ein Lastwagen mit diesen Wirbeligen, dass die je nachdem einfach irgendwo zu tief fliegen in die Lastwagen rein oder sonst irgendwie einen Sog bekommen, keine Ahnung, wie das geht. Aber es ist also wirklich schlimm. Es sieht furchtbar aus. Überall hat es wieder irgendwelches Gefieder am Boden. Ja, also das ist schon etwas, wo man ein bisschen zu denken gibt. Aber ja, ich bin einfach froh, haben wir diese Entenfamilie können retten, weil das hätte ich, glaube ich, Albträume gehabt. Gut, also das ist jetzt eine weniger schöne Geschichte, aber ich habe gefunden, ich muss sie jetzt gleich auch noch loswerden. Weil das ist wirklich ein Erlebnis, das du eigentlich nicht erleben willst. Also, das nächste Mal gibt es wieder Schöneres. Das heisst so viel wie, passet auf und schaut, wo ihr durchfahrt. Es könnte immer eine Entenfamilie gerade um die Ecke kommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, Sveva on Tour.